Willkommen zu einer neuen Sondelfolge. Ein Stück Löffel. Das sieht aus, als hätte jemand ausgegraben und hier hingeschmissen. Alter, der Boden. Oh Gott, habe ich da drin gehackt. Willkommen zu einer neuen Sondelfolge. Fängt ja gut an. Mein erstes interessantes Signal. Klingt auf jeden Fall richtig hier. Wovon ist das? Tja, keine Ahnung. Steht auf jeden Fall was drauf. Sieht aus wie ein Hammer oder so. Was steht drauf? 1933. Heute teste ich mal meine neue Schippe. Das ist das Imitat, also der Nachbau vom Russenspaten von Cold Steel. Ja, mal sehen, was das Ding aushält. Das ist auf jeden Fall ein richtig stabiles Material. Was ist das bitte für ein Fisch? Ach, ein Feuerzeug. Zeig mal. Mehr war nicht da? Nee. Wo hast du das gefunden? Das hast du gerade mit hier rausgeholt. Hier ist noch mehr. Hm? Das ist eindeutig Dings. Piepst mal noch mal rüber. Das hier.
20, 83 oder sowas. Hat das Punkte oder ein Muster oder so drauf? Ja. So viele kleine Sternchen-Musterpunkte. Da ist Moos drin gewesen. Da ist auf jeden Fall noch was. Enigma. Das ist ein Zahlenschloss? Könnte ein Zahlenschloss sein, könnte aber auch irgendwas anderes sein, von irgendwas. Das ist bestimmt ein Zahlenschloss. Lass weiter hoch im Wald. Der Boden hier ist extremst versteint. Eine Art Aufziehschlüssel oder sowas. Interessant. Wieder ein Taschenmesser. Hier liegen nur Taschenmesser rum. Die hat er sich erst neu gekauft. Ja. Und dann ist er damit sondeln gegangen, hat nichts gefunden, hat seine Schippe zerbrochen und ist wieder gegangen. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber das ist eine Münze. Total zu fressen. Ist eine Eins drauf zu erkennen. Vermutlich ein Reichspfennig. Ist doch noch gut. Oh. Die Nacht ist hereingebrochen und irgendein merkwürdiges Objekt liegt hier. Ein rotes. Ich vermute, das ist meine neue Sondelschippe. Schon die zweite Schippe, die wir heute finden. Nur ist die noch ganz. Und das ist doch eigentlich sehr cool hier. Zum Graben und so. Auf jeden Fall. Also ich verschenke diese Schippe. Ich verlose sie quasi in meinem Kanal. Bei 30.000 Abonnenten. Dann verlose ich diese schöne Schippe. Ja. Camel. Das ist eine Zigarettenmarke, oder? Mhm. Wahrscheinlich so eine Art Schlüsselanhänger. Und wie soll es auch anders sein? Ein Messer. Wieder ein Taschenmesser. Ich werde den Wald hier Taschenmesserwald nennen. Der Taschenmesserwald. Ich habe gerade mehrere Schrottsignale gegraben und eine Platte. Was hast du? Das ist ein Abzeichen. Unglaublich. Ist das dein erstes Signal? Ja. Mhm.
Was denn? Nix. Alles gut. Habe ich noch nie gefunden übrigens. Echt nicht? So, ich habe endlich auch wieder was gefunden. Ein Taschenmesser. Endlich mal wieder ein Taschenmesser. Ein altes, vergammeltes. So kann es weitergehen. Nee, eigentlich nicht. Hätte gern auch mal ein NSDAP-Abzeichen gehabt. Oh, siehst du, es zerbricht schon. Nein. Ohne Scheiß, jetzt findest du die Stelle nicht mehr wieder. Gib mal den Ring jetzt her hier. Was ist der Scheiße? Ich hab erst Freitag der 13. gesehen. Und hast du Angst jetzt gehabt? Das ist ein Rasierer, ein Teil vom Rasierer. Das ist das Oberteil. Darf ich mal sehen? Wehrmachtsrasierer. Der hört das hier zu? Vom Rotbart. Rotbart Mont Extra, bestimmt. Cool, das ist sogar noch ganz mit Gewinde. Weiters. Na, das hat da hingeworfen. Das ist gut. Ist ja nicht normal. Ein Armreif. Wertmarken, Armreif, Rasiererstück. Sogar noch mit Anstecknadel hinten dran. Das habe ich auch noch nicht gefunden. Das erste Mal, dass ich dieses Abzeichen finde. Das war gut erhalten. Normannisch. Ein normannisches Schild. Siehst du den Kopf? Ich hab Angst, dass er mich beißt. Der beißt nicht. Oh. Wie groß der ist. Ja, voll schön. Ich habe noch nie so einen großen gesehen. Echt nie? Nee. Wie groß wird der sein? 15 cm? Ja, schätze ich. Tu mal mein Handy raus. Ich würde ihn essen. Psst. Ich hab doch so was. Sieht lecker aus wie so ein Gummibärchen. Noch einer. Wie viele sind denn hier? Er hat gewartet, bis der Kopf an seinem Mund vorbeigekrochen ist und dann hat er erst zugeschnappt. Das ist ein Tauwurm. Sollen wir den Tauwurm retten? Nee. Was ist denn jetzt? War er ihm jetzt zu groß oder haben wir ihn gestört? Oder er wollte nur mal reinbeißen? Ein bisschen Angst habe ich. Mach ich den mal an die Seite. Schon sehr spät geworden und gerade eben habe ich dieses Objekt gefunden. Ich vermute, dass es von der Mütze ist. Aber was genau das ist, muss ich dann zu Hause mal
im Internet gucken. Und was hast du? Na, komm doch mal her. Mit Bürste und so, hast du? Ich hab hier nicht, ich hab die verloren. Du hast meine schöne Bürste, die ich dir... Das war meine Bürste. Die schenkte ich dir. Ja, aber ich schenkte sie dir. Ich sie dir geschenkt. Von was? Die war aus diesem komischen Flugding. Ach ja. Nehmen Sie meine Bürste und reinigen Sie dieses edle Fundobjekt. Kann nicht sein. Die ganze Zeit finden wir nichts und dann finden wir gleichzeitig wieder was. Auf jeden Fall so eine Art Anstecker, ne? Mhm. Hinten ist das für die Nadel. Ja, also was das ist, habe ich. Da steht auch oben noch ja, eine Überschrift. Das kann ich nicht lesen. Mal in die Kamera zeigen. Wie ihr sehen könnt, ist das hier die Fundzusammenfassung und wie ihr auch sehen könnt, liegen da irgendwie noch ein paar andere Sachen rum, die in dem Video nicht zu sehen waren. Das liegt daran, dass das Video mehrere Sondeltage beinhaltet hat und nicht alle Funde habe ich gefilmt. Ich habe einfach alles jetzt mal zusammengeschnitten, damit das Video endlich da ist. Ja, ich zeige euch jetzt einfach, was wir alles gefunden haben in den letzten Sondelausflügen. Also hier sehen wir einen Fingerhut. Einmal habe ich noch einen Fingerhut gefunden. Der hat hier so ein paar Verzierungen. Dann diese Flasche. Ich denke, das ist so eine Art Ölflasche von der Wehrmacht. Hab schon mal so eine gefunden, aber die hatte hier oben zwei so eine Öffnungen dran. Und ja, da ist noch was drin. Hab die nicht geöffnet, lass die einfach so erstmal. Vielleicht mache ich die irgendwann mal auf. Gehe einfach mal davon aus, dass Öl drin ist, Waffenöl oder sowas, weil die einfach nicht durchgerostet ist. Die ist dicht und die ist noch recht stabil und das Öl wird wohl den Innenraum, das Öl wird den Innenraum geschützt haben und deswegen ist sie nicht kaputt gegangen. Dann diesen merkwürdigen Fisch. Keine Ahnung, was das sein soll. Das ist ein Fisch aus Blech. Ich habe ihn nicht gereinigt. Einfach mitgenommen und wollten euch einfach nur mal zeigen. Ein Blechfisch. Ladestreifen. Kennen wir alle. Wie immer mehrere Taschenmesser. Kaputte. Bin mir schon ja nicht mehr sicher, ob ich die schon gezeigt habe, ob das jetzt alte oder neue wieder sind, weil ich habe jetzt in dem Wald, also ich weiß es nicht mehr, aber bestimmt so 10 Taschenmesser schon gefunden, so ne, in dem Zustand immer. Aber wir kommen gleich noch zu den interessanteren Sachen. Das Taschenmesser hat Anemone gefunden. Sieht eigentlich noch ein bisschen cool aus. Man kann auf jeden Fall erkennen, dass es mal ein Taschenmesser war. Dann ein Deckel und ich denke, das ist ein Kondomdosendeckel. Da unten steht, soweit ich das erkennen kann, Seidengummi. Mir ist nicht erlaubt, die Funde zu reinigen von Anemone. Könnte sie ja auch kaputt reinigen. Dementsprechend sind die alle schmutzig, aber ich denke, ihr könntet trotzdem erkennen. Seidengummi, ein Deckel von einer Kondomdose. Dann haben wir hier auch noch einen sehr schönen. Nee, das ist ja gar nicht der sehr schöne, aber das ist auch noch mal so ein Kondomdöschen, denke ich mal. Steht aber nichts drauf. Und ist auch nichts mehr drin. Aber die hier finde ich sehr cool. So, ihn habe ich noch nie vorher gesehen oder gefunden. Hier sieht man ganz deutlich Gummischutz. Und da unten steht auch hier ein Datum unten rechts. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr ihn nicht sehen kann, aber ich hoffe, da steht 1935, soweit ich das erkennen kann. Hygienischer Gummischutz mit einem Kreuz. Und irgendwas ist drin. Sand oder vielleicht sogar noch der alte verbröselte Kondom. Die interessanteren Sachen kommen ganz zum Schluss. Ja, das ist eine Münze, beziehungsweise, ja, ich denke, das ist eine Spielmarke.
weil man erkennt auf dieser Seite, wenn man ganz genau hinguckt, erkennt man hier, dass dort ein kleiner Löwe drauf abgebildet ist. Und sowas ist oft auf irgendwelchen Spielmarken. Und auf der Seite ist gar nichts. Dann habe ich noch einen Koppelhaken gefunden. Das ist dann schon der zweite, den ich von dieser Art gefunden habe. Konnte jetzt nirgends einen Stempel erkennen. Der Preußensondler sagte mal, dass diese Koppelhaken, die so aussehen, mit diesen ganzen Löchern hier und so, dass das SS-Koppelhaken sind. Dann habe ich noch eine Wertmarke gefunden. Da steht drauf F25 und hier hinten nochmal 25. Ja, dieses interessante Objekt. Es scheint ein Schmuckstück zu sein. Man kann hier erkennen, dass dort eine Nadel dran befestigt ist. Und hier drüben war wahrscheinlich auch nochmal eine Nadel dran. Und dann war das irgendwo so dran. Aber wozu das jetzt gehört hat und was das genau war, das weiß ich nicht. Es hat jedenfalls keinen Stempel oder irgendwas. Wenn jemand weiß, wo das mal dran war oder wozu das gehört, schreibt es wie immer in die Kommentare. Dann hat Anemone das Ding gefunden. Ist ein etwas älteres Objekt. Stammt auch aus dem Wald. Auch wenn das ein bisschen aussieht wie ein Ackerfund. Aber das ist aus dem Wald. Ja, könnte auch eine Schnalle sein von irgendeinem Band oder so. Hier oben ist wie so eine Stelle, wo man was dran gewesen sein könnte noch. Ich denke noch eher, dass es für einen Band vielleicht war. So ein breites Band, was dann da durchgefädelt wurde oder so. Dann habe ich einen Armreif gefunden. Kein Stempel, keine Initialen, ja nichts. Das Material ist recht leicht, macht eher so einen blechernen Eindruck. Und man sieht, dass man das hier dann zumachen konnte, ist aber leider verbogen. Und man erkennt auch, dass es wie vergoldet gewesen ist. Also überall schimmert es so ein bisschen Gold noch. Kann man jetzt gar nichts mehr sehen. Doch, hier sieht man es noch ein bisschen. Dort. Naja. Ein Camel Trophy 1983 oder einfach nur Camel Trophy 83 steht drauf. Schlüsselanhänger, denke ich mal. Nichts Besonderes. Anemone fand dieses Objekt. Keine Ahnung, was das sein soll. Ja. Dann fand die Anemone noch diese Scherbe hier. Man erkennt, dass dort was draufsteht und hier in der Mitte ist ein N und darüber ist eine Krone. Aber was da jetzt draufsteht, konnten wir nicht herausfinden. Vielleicht wisst ihr das ja. Ein Stück von einem alten Feuerzeug. Kann man sehr schön erkennen. Das ist der Deckel. Das hier ist der Rest vom Feuerzeug. Hier sieht man noch das Zündrädchen. Hier war dann der Docht durch. Oh. Schade, dass es schon so kaputt ist. Dann diesen Stab, den wir auch nicht identifizieren können. Man kann da drin erkennen, dass da wie so eine Feder drin ist. Wenn jemand weiß, was das sein könnte, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Dann hier noch eine Baummarke. Oder irgendwie sowas. Gehe mal davon aus, dass es eine Baummarke ist. Und ein Schmuckstück hat die Anemone noch gefunden. Und zwar ein Ohrring. Der Clip, der funktioniert sogar noch.
Aber es ist wirklich nichts Besonderes, einfach nur ganz billiges Material, wie Alu. Ist total leicht, kein Stempel drauf. Eine kleine Münze hat auch die Anemone gefunden, das handelt sich dabei um einen Pfennig. Aus dem Kaiserreich. Man kann den alten Preußenadler erkennen, wenn man ganz genau hinsieht. Naja, eher eine Münzleiche. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch eine Münzleiche. Die gucken wir uns gar nicht an. Dann haben wir hier eine Bleiplombe. Bleiplombe, wo nichts mehr drauf zu erkennen ist. Jetzt kommen wir doch endlich mal zu den Jutenfunden. Und den finde ich wirklich sehr gut. Fang jetzt als erstes mal hiermit an. Diese Teil, guckt es euch genau an. Das ist eine Patronenhülse. Das ist so interessant. Ich habe ja schon öfters so Sachen hier gefunden. Ich glaube, das nennt man Grabenkunst oder sowas. Aber hier sieht man, dass es eine Patronenhülse ist. Und in diese Patronenhülse hat jemand wie so eine Klinge eingearbeitet und reingesteckt und das oben umgebogen und angespitzt. Jetzt ist die Frage, ob das mit Absicht umgebogen wurde oder ob das durch Zufall passiert ist und wie so eine Art Minimesser sein sollte. Vielleicht zum Schnitzen oder so. Ich vermute, aber das ist nur meine Vermutung, ich muss dazu mal kurz einen Gegenstand holen. Ich habe jetzt einfach mal dazu diesen Gegenstand hier geholt. Das ist eine Box, die ich getrennt gefunden habe. Die habe ich jetzt schon ein paar Jahre. Also das Oberteil und das Unterteil habe ich gefunden. Ich sammle da meine Musketenkugeln drin zur Zeit. Oder zumindest ein Teil davon. Und ja, das war irgendwie eine alte Box von den Russen. Und hier sieht man ganz deutlich, dass ein Russe dort was eingraviert hat. Und zwar steht dort Berlin. Ich habe das schon übersetzen lassen. Und das Ding habe ich auch in Berlin gefunden. Und diese selbst eingewuselte Gravur, ich vermute, dass die mit sowas hier gemacht wurde. Dass die, man kann ja darauf erkennen, dass da so ganz viele kleine, ja, dass da so ganz viele kleine Einstiche oder so sind. Und vielleicht ist es ja auch sowas, dass die das damit gemacht haben, mit sowas, dass die dann so darauf gehauen haben, solche Sachen so graviert haben. Ist nur meine Vermutung. Werde wahrscheinlich falsch liegen, weil diese Gravur sieht ziemlich fein aus und nicht, als könnte man das mit sowas hier machen. Aber es wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ja, wenn ihr wisst, was das sein könnte, ich gehe davon aus, dass das Grabenkunst ist oder wie auch immer das genannt wird. Wir haben es nicht gereinigt, wir werden es auch genauso lassen. Findet es ein total interessanter, cooler Fund. Ich würde schon fast sagen, dass es der beste Fund ist, weil es einfach einmalig und selten ist. Was hat derjenige sich dabei gedacht? Was wollte er damit bauen? War es sein Werkzeug? War es vielleicht zum Schnitzen? Kann auch gut sein, dass er das zum Schnitzen verwendet hat. Dass er damit im Holz kleine Gravuren gemacht hat? Wenn ihr wisst oder eine Idee habt, wozu könnte das gewesen sein, schreibt es drin. Wirklich sehr interessant. Dann eine Mützenkokarde oder zumindest den Teil einer Mützenkokarde. Welche Mützenkokarde das genau ist, vielleicht wisset einer von euch und postet das einfach. Er ist auf jeden Fall, soweit ich weiß, deutsch. Und ja, nur die Hälfte. Den Rest habe ich nicht mehr gefunden. Dann dieses erste Maiabzeichen, 1933. Habe ich auch noch nie vorher gefunden. Habe ich wieder ins Meer in der Sammlung. Ja, leider ist die Nadel auch schon ab. Aber war das erste interessante Signal und ich hätte es wirklich beinahe zerhackt. Ich dachte, das liegt wesentlich tiefer und dass ich noch eine Weile graben muss, bis ich da dran war. Und dann schorschelte ich das quasi aus dem Boden raus. Naja, ich bin froh, dass es noch ganz ist. Und einmal Hinterhilfswerk. Da gab es ja verschiedene Schilder, Äxte und so was alles. Und das habe ich aber auch noch nicht vorher gehabt. Also wieder ins Meer in der Sammlung. Leider fehlt schon die Perle, aber die ist ja meistens weg. Und hier kann man drin erkennen, dort steht drinnen Normannisch. Normannisches Schild.
und die Nadel ist noch dran. Und ein Teil der Farbe ist auch noch erhalten, aber minimal. Habe ich auch nur mit Wasser einfach mit der Zahnbürste quasi gereinigt. Kommen wir nun zum letzten Fund. Anemones erstes Signal an diesem einen Sondeltag. Das war der erste Sondeltag quasi, nachdem wir den S-Adolf gefunden haben. Und die macht ein Signal und gräbt das Ding aus. Da war ich natürlich schockiert, weil dieses Anfängerglück, das kann doch nicht sein, oder? Aber ich habe mich natürlich trotzdem gefreut. Und für die, die es nicht wissen, das ist ein NSDAP-Abzeichen. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Der Zustand ist nicht mehr so gut, wenn man genau hinsieht. Das ist schon ziemlich angefressen. Auch da bin ich nicht befugt, das zu reinigen. Zumindest nicht die Vorderseite. Aber ich durfte die Rückseite reinigen. Und das habe ich also ganz nebenbei hier mit diesen Stiften gemacht. Das sind so Reinigungsstifte. Dazu werde ich demnächst mal ein Video machen. Und hier kann man jetzt wieder schön erkennen, was drin steht. Nämlich M1-128. Und oben ist ein Stempel zu erkennen und da steht RZM. Und dieser Stempel ist halt auf diesen NSDAP-Ansteckern oder Abzeichen drauf und auch auf vielen anderen Sachen. Das war's mit den ganzen Funden erstmal. Mich würde wirklich interessieren, was das hier ist. Das ist das Allerinteressanteste, was ich bis jetzt gefunden habe in den letzten Wochen. Beziehungsweise Anemone hat sie gefunden. Ich finde ja immer nur die geilen Sachen. Und ich muss mich mit kaputten Messern begnügen. Das war's jetzt mit dem Video. Wenn euch irgendwas einfällt zu den Funden, schreibt es einfach in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.